Hallo und herzlich willkommen zurück, oder zurück nicht, zu einer neuen Folge oder einem neuen Projekt, wie auch immer ich es nennen werde. Der Projektname weiß ich noch nicht, aber ich werde eine Runde Railway Empire spielen. Irgendwie, ich habe das Spiel schon eine ganze Weile, habe aber eigentlich nie so richtig, wie soll ich sagen, so richtig spielen können. Weil ich nie die Zeit hatte, nie die Lust. Und ja, wir hatten wirklich schon eine ganze Weile gespielt. Also ich habe schon mal wirklich Zeit gespielt. Nie im Stream habe ich kurz gespielt nur. Im Stream habe ich wirklich, glaube ich, nur kurz gespielt. Ich habe bloß mal eine Stunde oder so reingeschaut. Dann habe ich eigentlich bloß offline gespielt. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bringe mal ein paar Folgen davon. Fange von 9 an. Und ja, von quasi Null fange ich jetzt einfach mal an. Pausenmodus kann ich bloß ändern. Was ist das? Manuell, du kannst das Spiel automatisch beim Bauen von verschiedenen Signalen und bla bla bla. Okay. Ja. Dort fangen wir jetzt einfach mal an. Versuchen jetzt mal uns was Neues aufzubauen. Fabrikant. Stock, Anzug und Zylinder. Bla bla bla. Namen ändern. Ich nenne mich jetzt einfach mal ganz normal Amagiri oder Mace. Ich nenne mich Mace. Mace Sorgfältige Planung, Tabellen, Zahlen und Amagiri. harte Fakten. So. Name deiner Gesellschaft. Kann ich gar nicht ändern. Könnte ich nehmen. Die anderen sind nur Glücksritter. Okay, ich habe jetzt einfach mal gestartet. Ich habe jetzt den Namen nicht viel geändert, aber egal. Ich schaue jetzt einfach mal wieder rein. Ich habe nämlich schon vor einer ganzen Weile Nebraska 1863. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Erzählt ihr irgendwas? Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu leise gestellt. Gut. Sei gegrüßt. Mein Name ist Thomas Clark Durant. Genau, der Chef der Union Pacific. Okay. Wir werden in die Geschichte eingehen als diejenigen, die die transkontinentale Eisenbahn erschließen. Schön. Und das, mein Gut. Freund, ist dein Job als Chefingenieur. Ich selbst kann derzeit nicht alles vor Ort überwachen, weil ich in Washington noch einige Politiker treffen muss. Zunächst solltest du dich mit der grundlegenden Bedienung vertraut machen. Bewege die Kamera einmal in alle Richtungen. Einmal in alle Richtungen. So, so, so. Teste die Zoom-Funktion der Kamera. Mach da Kannst vom die Kamera Feinsten. orientieren. Probiere es aus. Sehr gut. Du kennst nun die grundlegende Steuerung. Genau. Deine erste Aufgabe ist die Errichtung einer Bahnverbindung zwischen Omaha und Norfolk im Nordwesten. Norfolk, Norfolk, Dazu Norfolk ist da. benötigen beide Städte einen Bahnhof. Genau. In Omaha steht Städte und bereits ein Gebäude, Bahnhof vor dir. Gebäudebau. Doch in Norfolk musst du ihn noch errichten. Wechsle dazu in den Gebäudebaumodus. Ja, das habe ich schon mal. Okay. So. Jetzt muss ich erstmal. Okay. Okay, ich setze mal ganz knapp an die Grenze, damit ich dort notfalls noch. Okay. Wie ging das jetzt? Bauen, bauen, bauen. Ach, jetzt. Habe ich da einen Bahnhof in Norfolk? Ja, habe ich. Aha, ein Gebäude errichten. Jetzt Nun zeigt das müssen die mir. beiden Bahnhöfe mit Gleisen verbunden Okay, das mache werden. Wechsle ich dazu in damit, den genau mit dem Gleisbaumodus. Gleisbau. Plane die Kleines Gleise bisschen, zwischen was den weiß ich Bahnhöfen noch. Norfolk und Omaha. Wähle dazu die beiden Bahnhofsgleise nacheinander an. Da und Bezahle du. danach deine Gleisplanung. Zack, Gleisbau setzen. Nun Strecke erstelle einen bauen. ersten Zug, damit du Genau. eine Zuglinie zwischen deinen Bahnhöfen einrichten kannst. Neuer Zug. Der Zug existiert zunächst nur auf dem Papier. Ohne eine Lokomotive bringt er dir wenig.
Ja, das ist mir schon klar. Okay. Die kaufen Personal. Nee. Das ist jetzt mein Zug. Mein Zug, den ich. Oder eine Lokomotive bringt er dir wenig. Drücke und kaufe eine Lokomotive. Verlasse den Dialog außerdem wieder. Benötigt jeder Zug eine Zuglinie. Zuglinie? Eine Station, zack. Umfasst, an denen erhalten soll. Und deine beiden Bahnhöfe der Zuglinie zack. Hinzu, indem du sie nacheinander anwählst. Speichern das und beenden. Für deine erste Zuglinie. Okay. Bestätige sie nun, damit hab sie ich. Aktiv werden kann. Bestätigt habe ich sie jetzt. Du kannst nun sehen, wie sich dein Zug auf den Weg macht. Gibt es etwas zu transportieren, nimmt es der Zug automatisch mit. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Da jede Lokomotive aber auf ihrer Fahrt Wasser, Sand und Schmieröl benötigt, musst du noch entlang der Strecke einen Versorgungsturm platzieren. Genau. Einen Versorgungsturm. Den finde ich da. Ne, das ist zu nah. Du musst. Sehr gut. Dahin. Dein Zug ist nun zwischen Omaha und Norfolk unterwegs. Doch du kannst noch mehr tun. Jede Stadt benötigt Waren aus dem Umland. Genau. Beispielsweise benötigt jede Stadt Mais. Schau mal. In der Nähe von Omaha gibt es eine Maisfarm. Bislang gelangt der Mais auf herkömmliche Weise in die Stadt, doch das wollen wir ändern. Verbinde nun den neuen Landbahnhof mit dem Bahnhof in Omaha. Das ist schon mal nicht schlecht. Du wirst nicht ganz so reingeschmissen gleich wie in manchen Simulatoren. Ja, jetzt kümmer dich. Und aber wirst gleich verbunden. So, ich. Und jetzt wird es knifflig. Denn wir müssen uns um ein logistisches Problem kümmern. Da auch Norfolk in den Genuss von frischem Mais kommen soll, werden bald zwei Züge auf der Strecke zwischen Omaha und Norfolk genau. unterwegs sein. Klar, dass es dann zu einem Konflikt kommen wird. Macht denn der jetzt hier? Ah, da steht. Fahren können, benötigst du zwischen Omaha und Norfolk ein Ausweichgleis. Dies besteht aus einem Parallelgleis und zwei Signalen. So. Errichte nun zunächst ein Ausweichgleis. Es muss mindestens so lang sein, dass ein vollbeladener Zug darauf Platz hat. So. Entfernen. So, Gleispunkt setzen. Das müsste ja eigentlich verbunden sein. Genau, Strecke bauen. Deine Züge werden das Ausweichgleis aber nicht unbedingt nutzen, denn sie nehmen grundsätzlich immer den kürzesten Weg. Ja. Deswegen musst du noch auf jedem parallelen Gleis die Fahrtrichtung vorgeben. Okay. Öffne nun den Gebäudebaumodus und errichte ein Signal an der Stelle, das in Gebäudebau? Richtung der Weiche zeigt. So können hier Signal. Züge halten, wenn das einzelne Gleis besetzt ist. Genau so. Jetzt müssen wir nämlich gucken. Der ist da. Nun sorge dafür, dass das Gleis nur in eine Richtung befahren wird. Stelle dazu das Signal so ein, dass die Durchfahrt für Züge aus der Gegenrichtung gesperrt ist. Zug zentrieren, Zug verwalten. Signal ändern. Prima. Nun mache dasselbe mit dem parallelen Gleis, sodass genau. jedes Parallelgleis eine andere Richtung okay. hat. Platziere an der markierten Stelle ein zweites Signal und sperre es für die Gegenrichtung. Sehr gut. Okay. Das war bestimmt nicht ganz einfach.
Du wirst bald feststellen, dass Signale ein wichtiges Hilfsmittel sind, um einen reibungslosen Fahrbetrieb zu gewährleisten. Ja, Informationen und Tipps findest du unter Tipps und Tricks. Ja, gut. So, jetzt werde ich mal. Nun erstelle einen neuen Zug und füge ihm eine Lokomotive und eine Zuglinie hinzu. Hör mal, damit wie? Du auch Norfolk mit Mais beliefern kannst, soll deine neue Zuglinie neuer Zug vom Bahnhof über Omaha nach Norfolk fahren. Von Moment. Hier. Nach hier. Über. Ach lol. Okay. Eins. So. Bahnhof hinzufügen. Bahnhof hinzufügen. Okay. Jetzt muss ich nur noch Lokomotive wählen. Ausgezeichnet. Okay. Die Maisfarm wird deinen Zug automatisch in Anspruch nehmen, weil die Städte entlang deiner Zuglinie Mais nachfragen. Der Transport auf herkömmliche Weise ist für die Farm viel aufwendiger. Ja, das ist mir schon klar. Eine Sache fehlt uns noch. Die Lokomotiven nutzen sich mit der Zeit ab und müssen regelmäßig gewartet werden, damit sie zuverlässiger ihren Dienst verrichten. Dazu muss es auf jeder Zuglinie mindestens ein Wartungsgebäude geben, an dem Lokomotiven bei Bedarf gewartet werden können. Errichte nun an deinem Bahnhof in Omaha ein solches Wartungsgebäude. Wähle dazu den Bahnhof direkt an und erweitere den Bahnhof um dieses Gebäude. Was? Stellwerk? Kopfbahnhof? Ne? Großes Warndepot? Was? Richte nun an der Bahnhof am Ohr meinen. Nun haben wir aber okay. Genug Zeit verplempert. Ich muss wieder nach Washington, denn mich erwarten nervige Verhandlungen mit unseren Volksvertretern. Ich habe dir eine Aufgabenliste geschrieben. Okay, die versuchen wir jetzt wirklich mal abzuahnden oder abzuarbeiten, aber da ich jetzt gerade mein Handy irgendwo nicht bei habe, Moment, wo habe ich das? Für die Zeit, für meine Uhrzeit, da oben. Aber ich glaube, die Zeit ist schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Railway Empire. Lasst ein Däumchen da, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.